Hallo liebe Leute und willkommen zurück zu einem weiteren Let's Test angespielt zu dem Spiel Startup Panic von Tiny Build. Ja, ich habe einen Ski gesponsert bekommen, aber nicht wie ich dachte für Steam, sondern für den Epic Store. Und ja, ich würde sagen, wir schauen einfach mal hinein. Hoppala. Und Choninjas Tube machen wir jetzt einfach. Heimatort Australien. Mitteleuropa. Gibt's Spanien direkt irgendwie so? Nö. Alaska. Dann nehmen wir Mitteleuropa. Osteuropa. Südeuropa. Nehmen wir Südeuropa. Der Typ da rechts. I want this feature done by tomorrow morning. Looks like you will be pulling another all-nighter. Oh no, not again. I haven't been home all a week. Oops. I quit. Ob wir das sind, der gekündigt hat? Und unsere eigene Firma aufmachen? Ist übrigens ein Blind, ich weiß nichts über das Spiel. James Snip. Das sieht irgendwie aus wie die Office-Büroklammer. Hallo, ich freue mich, dich zu sehen. Du kennst wahrscheinlich schon meine früheren Arbeiten, aber hey, es schadet nicht, wenn ich mich vorstelle. Ich heiße Snip, James Snip. Ich habe in den vergangenen Jahren für ein großes, erfolgreiches Unternehmen gearbeitet. Aber jetzt wurde ich ersetzt durch eine jüngere, klügere, erotischere, weibliche Core... Moment mal, ich sollte ihren Namen besser nicht erwähnen. Tja, jetzt arbeite ich freiberuflich und helfe neuen Startups bei der Verwirklichung ihrer Träume. Wie viel muss ich dir bezahlen? Kann ich dich irgendwie loswerden? Es verstößt gegen meine Prinzipien, auch nur einen Cent von meinem Kunden anzunehmen, auch wenn Kaffee ab und zu nicht schlecht wäre. Ich habe eine Vereinbarung mit dem Spieleentwickler geschlossen. Ich arbeite kostenlos für Startups und erscheine dafür im Spiel. Du hast jetzt einen Namen für dein Startup gewählt, aber nur wegen eines Namens nutzen die Leute deine App noch lange nicht. Es gibt ja noch gar keine App, oder? Du musst eine Funktion entwickeln, um Menschen für deine App zu begeistern. Klicke auf der linken Seite auf die Schaltfläche Funktion. Öffne das Projektmenü und wähle Funktionen. Eine Funktion zum Entwickeln wählen. Komplexe Funktionen erfordern vielleicht Mitarbeiter. Landingpage. Eine Seite einer Webseite, auf die deine Besucher zuerst kommen. Eine Startseite quasi. Und auf der sie etwas über dein Produkt erfahren. Sie ist das Aushängeschild deines Startups. Da ist es dafür eine Ästhetikerfertigkeit erforderlich. Wenn sie gut wird, können sich die Nutzer auf den ersten Blick in dein Startup verlieben. Auch wenn sich manche später wieder abwenden werden. Wenn sie nicht gut wird, hat das Aushängeschild deines Startups viele Dellen, die die Besucher abschrecken, ehe sie dein Produkt überhaupt testen. Statistiken, Entwicklungskosten $600. Ich habe scheinbar 4000. Wartung pro 1000 Nutzer $8. 18 Tage Entwicklungszeit. Oh, ich kann rauszoomen. Und da ist einiges, okay. Dann klicken wir das an und machen das. Deine Mitarbeiter wählen. Im ersten Moment ich. Ich dachte, ich heiße schon Ninja. Aber vielleicht ist das wegen dem Tutorial. Mitarbeiter arbeiten am besten, wenn sie eine hohe Motivation haben. Achte auf die empfohlene Mitarbeiterzahl. Mit weniger als der empfohlenen Anzahl zu arbeiten, führt zu schlechteren Ergebnissen. Mehr als empfohlen hinzufügen, wirkt eine längere Entwicklungszeit. Okay. Mich empfehlen. Na, jetzt stand doch schon Ninja da. Priorität für diese Funktion wählen. Stelle deine Prioritäten für die neue Funktion ein. Lies dir die Entscheidungsfindung, die Beschreibung der Funktion durch. Seine Seite, eine Webserver, die Besucher. Okay, das ist das, was wir eben gelesen haben. So, ich würde sagen 20% Technologie. 50% Ästhetik und 30% Nutzer. Ah, machen wir mal 40-40. Aber was heißt Leistung in dem Moment? Ästhetik zu steigern bringt viel mehr Leistung.
So komme ich auf 3. Was hatte ich? 40, 40 hatte ich gesagt. So komme ich auf 2,4. Ich mach's trotzdem erstmal so. Klicke hier, um deine aktuellen Ziele anzuzeigen. Das Erfüllen von Zielen bringt dir eine Belohnung. Einige Ziele werden eine neue Funktion im Spiel freischalten. Unternehmensmerkmal freigeschaltet. Corporate Identity. So, kann ich jetzt irgendwas machen? Vermutlich nicht. Die Landingpage baut sich. Ich habe eine Katze. Da war jemand im Spiegel. Er hat sein Büro, er hat sein Bett, aber es gibt keine Küche und kein Bad. Aber vielleicht ist die Wohnung ja noch größer. So, beschleunigen darf ich scheinbar noch nicht. Das muss ich wahrscheinlich erst im Tutorial gelernt haben. Dreiundneunziger Motivation, 92. Okay, überall volle Punktzahl. Gesamtergebnis 10. Einkommen 12 Dollar pro 1000 Nutzer. Wartung 8 Dollar. Also haben wir einen Gewinn von 4. Nicht ganz. Status des Unternehmens: Gaming, Social Media, Chat oder Video. Okay, und wir haben eine Funktionsüberprüfung bekommen, also ein Testing quasi. Wow, deine Website ist sogar noch schöner als Gigi Hadid. Wunderschön. Leider gibt es keinen Laufsteg für Webseiten, sonst würde dein Stolz ihre Funktion präsentieren. Unternehmensmerkmal freigeschaltet. Und jetzt? Okay. Unternehmensmerkmal freigeschaltet. Entwickle eine Funktion und du erhältst Punkte, die du für ein Unternehmensmerkmal einlösen kannst. Du kannst deine Punkte einlösen, wenn du im linken Menü auf die Option Unternehmensmerkmal zugreifst. Wenn du eine Funktion mit hoher Punktzahl programmierst, erhältst du Punkte, die du für Unternehmensmerkmale ausgeben kannst. Jede Funktion kann bis zu 2 Merkmalpunkte liefern. Je höher die Punktzahl, desto mehr Punkte. Merkmal. Go green is just a word we throw around to get employees to save electricity and reduce the operational cost. Wähle das Merkmal aus, das dir den größten Vorteil verschafft. Die Kosten für das Merkmal erhöhen sich mit jedem Einlösen. Okay, ich glaube, im Menü ist automatisch immer gepausiert. Okay, also Büromiete kostet 1. Das nächste. Mitarbeitergehalt, Mitarbeitermöbelkosten, Kosten der Forschungsentwicklung, aktueller. Okay, Merkmal heißt, damit kaufe ich es und aktueller zeigt mir die, die ich habe. So, Schulungskosten. Also Mitarbeiter wird sicherlich im nächsten Schritt dann bald kommen, aber ich glaube, ich mache erstmal das hier. Das kostet auch 1 Mitarbeitergehalt. Aber Möbel kommen sicher auch und machen wir da gleich noch weiter. Forschen werden wir bestimmt jetzt am Anfang noch nicht so intensiv, deswegen können wir uns das für später aufheben. Okay, kann ich hier irgendwie speichern? Nein, geht nicht. Gib einen Punkt aus, um einen Ton. Okay, habe ich gemacht. 500 Dollar bekommen. Glückwunsch! Du hast deine erste Funktion programmiert und es ist zwar nur eine Landingpage, aber sie ist die Startseite eines Startups. Du wirst nicht viele Nutzer erhalten, wenn du nur eine Landingpage erstellst. Entwickle doch auch andere Funktionen, damit die Nutzer deiner Zielgruppe gern auf deine Webseite kommen. Oh, eins noch. Du musst wissen, dass einige Funktionen mehr Einkommen bringen als andere. Du solltest immer zuerst versuchen, diese Art von Funktionen zu entwickeln. Stelle 4 neue Funktionen. Muss wahrscheinlich hier wirklich hoch. Registrieren. Nutzer können sich auf deiner Webseite registrieren und anmelden. Wenn sie Daten wie Name, E-Mail, Passwort, Lieblingsessen, ihre Meinung über Dubstep, die Anzahl ihrer Muttermale und so weiter eingeben. Du weißt schon nichts Wichtiges eben. Hier wird deine Fertigkeit der Benutzerfreundlichkeit nützlich sein. Okay, also da Benutzerfreundlichkeit hoch. Zwei. Zwei. Und Ästhetik trotzdem wieder 3. Aber egal, dann machen wir hier mal jetzt 66% Benutzerfreundlichkeit. Ne, wir machen mal 60, 30
Und 10. Ja, Monat, Woche. Die erste Woche ist wahrscheinlich jetzt gleich rum. Hatte eine Woche an der Landingpage fast gesessen. Das ist schon. Erinnert mich ein bisschen an dieses Spieleentwicklungsspiel. Ich weiß aber nicht mehr, wie es heißt. Habe ich damals auf Steam gespielt, das ist auch ewig her. Habe ich alle möglichen Konsolengenerationen nachgebaut und auch Spiele. World of Warcraft habe ich, glaube ich, 7 Add-ons rausgebracht. Aber irgendwann bin ich an den laufenden Kosten von dem Online-Spiel dann irgendwie bankrott gegangen. Okay, bei Ästhetik habe ich jetzt weniger Punkte bekommen, obwohl ich so viele Punkte in Benutzerfreundlichkeit gesetzt habe. Es war ja über, es waren ja 60%. Habe ich da jetzt nur eine 9,6. Okay, alles gestiegen. Damit mache ich jetzt nicht so viel Gewinn wie mit dem anderen. Mama Mia, wenn Leonardo da Vinci eine Webseite gestaltet hätte, hätte er es schwer gehabt, deine zu übertreffen. Sie hätte sogar die Mona Lisa zum Lächeln gebracht. Okay. Obwohl ich in Ästhetik eigentlich gar nichts gesetzt habe. Trotzdem so viele Punkte. Aber gut, Ästhetik hatte er scheinbar auch mehr, hatte mein Charakter mehr können. Andrew Ellator. Rate mal, wer da ist. Ich kenne dich nicht. Andrew, wie geht es dir? Das letzte Mal habe ich dich auf der Abschlussfeier gesehen. Mir geht es prächtig. Ich arbeite jetzt für die große Firma GmbH. Klasse, herzlichen Glückwunsch. Was kann ich für dich tun? Meine Firma braucht einen Systemanalysten. Ich weiß noch ganz genau, dass du der Beste in der Klasse warst. Sorry. Ich habe Interesse, ich bin dabei. Großartig. Schick mir deinen Lebenslauf und wenn es dabei nur um Formalitäten geht, du kannst am Montag mit der Arbeit beginnen. Okay, aber was bedeutet das? Ich habe doch jetzt eigentlich gerade einen anderen Auftrag. Mitarbeitergehalt. Ich habe noch keine Mitarbeiter. Funktionsentwicklung, Auftragsarbeit. Ich glaube, hier Punkte reinzustecken kann doch ganz schön praktisch werden. 9,2. So, was haben wir denn als nächstes? Textanzeige. Also bauen wir hier so eine Art Forum. Eine Textanzeige ist eine Art der Marketingkommunikation, durch die Werbetreibende ihre Produkt über ihr Service mit einfachem Text bewerben können. Werbetreibende zahlen für Platz auf Webseiten oder Apps, um ihre Produkte zu bewerben. Am liebsten auf Bannern mit süßen Katzenbildern. Sind sie nicht abartig süß? Nein, das macht sie süß. Mit deinen Fertigkeiten, Benutzerfreundlichkeit und Ästhetik. Kostete bisher immer alles 600. So, und Ästhetik? Habe ich 3, die anderen nur 2. Motivation sinkt. Was ist ET? Weiß ich nicht. So, dann machen wir mal wieder. Machen wir mal 45. 45. Und Technik darf, denke ich, auch nicht fehlen immer. Sonst wird es buggy. Keine Ahnung. So meine Vorstellung. Congratulations, now you worked on the big company Inc. Sometimes you wonder whether if you choose the right decision. Okay. War das denn jetzt? Das verstehe ich nicht. Darf ich den nicht annehmen oder was? Tut mir leid, ich habe eben erst mein Startup gegründet. Wirklich? Ist dir bewusst, dass nur jedes 10. Startup positive Zahlen schreibt? Und nach den ersten 5 Jahren existieren nur noch 5% davon. Es sind 3%, aber da zählt doch eh keiner mit. Du weißt, dass du viele Überstunden machen wirst als die meisten Menschen, oder? Und diese unglaubliche Verantwortung, die du auf deinen Schultern lassen wird, bist du lebensmüde? Du hast noch nicht erwähnt, dass ich auch viel weniger verdiene, aber die Gründung eines Startups war schon immer mein Traum. Ich liebe die Freiheit und damit verbundene Kultur. Krass, aber ich finde es cool, dass sie hier so mit, also ich nehme mal an, echten Werten hantieren. Damit hier nicht alle immer denken, ja, ich mache ein Startup und dann gehen sie krachen und gehören halt zu diesen 3% oder so. Zu den 97%. Verstehe, na dann viel Glück mit deinem Startup. Das bin ich. So, aber ich nehme mal an,
dass das, was ich jetzt eben noch gemacht habe, hat er jetzt nicht übernommen mehr. So, das bleibt. Dass ich mich tatsächlich anklicken muss. So, Texten. Nintendo Controller. Super Nintendo Controller. Globales Marketing wird nach dem ersten Sieg über den ersten, nach dem Sieg über den ersten Konkurrenten freigeschaltet. Ah, ich kann doch schon. Man sieht's noch nicht und es gibt irgendwie keine Haptik, dass man es merkt. So, Technologie hat natürlich nicht so viel bekommen, aber ist ja normal, habe ich gar nichts reingesteckt. Aber das hat es jetzt gebracht, was jetzt das Einkommen angeht. Also ab 1000 Nutzer. Wir müssen ja auch erstmal eine Reichweite generieren. Weil jetzt haben wir keine Wartungskosten, also oder jetzt haben wir wirklich Gewinn. Das sind ja fast 13. Das sind sogar mehr als 13. UX Now. Leichter zu benutzen als einen Löffel. Alles ist an der richtigen Stelle und übersichtlich beschriftet. Da könnte sogar ein 5-Jähriger einem 3-Jährigen erklären, wie es geht. Nun, du hast jetzt also dein eigenes Unternehmen gegründet. Jetzt musst du die monatlich anfallenden Kosten bezahlen. Die werden $200 pro Monat berechnet. Dollar. Wie ich sehe, hast du eine Textanzeigefunktion erstellt. Gut gemacht. Hoffentlich verdienst du ein wenig Geld, wenn die Nutzer kommen. Derzeit kommen nur einige Nutzer auf deine Website. Du musst also Auftragsarbeiten annehmen, damit du die Kosten für die Entwicklung von Funktionen bezahlen kannst. Wähle die Auftragsarbeit, die du deiner Meinung nach mit einer hohen Punktzahl abschließen wirst. Wenn den Kunden deine Arbeit gefällt, steigt die Bewertung deines Unternehmens. Dies lockt wiederum bessere Kunden an. Wenn die Kunden von deiner Arbeit enttäuscht sind, sinkt die Bewertung deines Unternehmens und damit auch deine Moral deines Teams. So, und damit wurden Auftragsarbeiten freigeschaltet. Du kannst einige Auftragsarbeiten abschließen, um schnell Geld für dein Startup zu erhalten. Auftragsarbeiten werden regelmäßig aktualisiert. Gucken wir doch mal rein. Hallo? Jetzt. Je erfolgreicher du die Auftragsarbeit abschließt, desto besser sind deine Bewertungen deines Unternehmens. Empfohlener Status 4. 4000 Belohnung fast. Geschätzte Zeit, Mindestpunktzahl. CMS-Webseite. Empfohlene Mitarbeiter 1. 3, 3, 2. Empfohlener Status. Ich verstehe nicht, was mit empfohlener Status gemeint sein soll. Ach so. Ich vermute. Tage. Ich will nicht so was Langes machen. Jemand mit Ästhetik. Ich habe ja den höchsten Wert bei mir bei Ästhetik, aber der Wert selbst ist bei 3, also vermute ich, dass ich hier noch nichts annehmen soll, bis ich meine Werte nicht mindestens 1 auf 3 habe, 4 habe. Und bevor ich da reingehe, sollte ich halt erstmal pausieren, weil sonst verschwende ich gerade ganz viel Zeit und je mehr Zeit, desto mehr Geld. Hier wollte ich rein. Wir haben aktueller Punkt 1. Okay, aber damit kann ich nichts machen. Dann kann ich nur einen Auftrag machen. Und ich würde sagen, wir sind bei 19 Minuten. Sollte für die erste Folge erstmal genug sein. Dann bis zum nächsten Mal.